So. So. So geht ziemlich jede Folge los, oder? Weiter geht's. Ja, ihr leidet mit, ist gut. Hier geht auf jeden Fall gleich noch was schief. Das ist mir ja alles irgendwie suspekt gerade. Wir werden bestimmt getrennt. Grüß dich. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Vielen Dank für die Blumen auf jeden Fall. Ohne den sehe ich aus wie 12. Da ist es. Story. Das passt genau. Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura. Ihre Reise war besonders wild. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Schiff. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben Sie sich meinen Respekt verdient. Alter. Nein, nicht. Lauf! Lauf! Boah, Junge. So sieht das aus, wenn man die Hand nicht bekommt. Wir verbinden das nochmal. Man konnte ganz schnell eh. Okay, jetzt noch nicht. Halt. Ja, wo muss ich hin? Man weiß es, da rein, oder was? Alter! Alter! Das ist so krass, Mann! Wisch, wisch, wisch! Rüber! Okay, das kennen wir jetzt schon. Das haben wir jetzt bisher schon geschafft. Jetzt hier rüber. Weil immer direkt gehacktes, ne? So, es ist immer direkt. Man ist immer direkt zu gehacktes verarbeitet. Oh, schon wieder. Hier, nochmal. Oh. Oh.
Danny. Funktioniert noch. Wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es dann? Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Was hat das mit Europa zu tun? Das wird doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn! Ich weiß. Aber haben wir eine Wahl? Okay, Leute, ich habe Fragen. Frage Nummer 1. Wieso ist sie so ein krasser Ninja? Junge, ich bin 10 Kilometer tief gefallen und die steht plötzlich neben mir. Was geht ab? Frage Nummer 2. Wieso ist das Spiel so krass? Ja. Ich werde hiernach auf jeden Fall psychologische Hilfe benötigen. Ich hoffe, ihr kennt jemanden. Vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt. Oder habt jemanden in der Familie. Im Nachgang gerne nochmal im Discord. Zu Kompi-Stomper. Kompi Stomper ist gerade ein bisschen verwirrt, das muss man mal sagen. Er ist hier im Chat und wundert sich, warum jetzt hier auf einmal Koji sitzt und bisher kennt er nur Alex. Hat sich wahrscheinlich gewundert, warum plötzlich so viel Qualitätscontent hier auf dem Kanal zu sehen ist. Und das hat ihn leicht verwirrt. Und ja, hi, ich bin Koji. Wir sind mehrere Leute. Wir sind Nauru, eine Dame, Alex und Koji. Koji bin ich, schon mehrfach gesagt jetzt. Und ja, wir sind Verlang Streams. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich und dass du auch mal bei mir zuguckst. Vielleicht kann ich dich ja bei Alex abwerben. Als Stammgucker. So. Das ist aus der ursprünglichen Kolonie geworden. Sie wurde verlassen. Wie der Rest von Callisto. Wie sie hier ein Gefängnis gebaut haben. UJC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Wow. Klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja, der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Auf der Karte gab es ein paar Ebenen tiefer einen Wartungskorridor. Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Wird schlimmer. Wir sollten uns beeilen. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Mist. Er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Tja, es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Auch nur nochmal zur Info, ich habe ja, immer wenn Story ist, halte ich meine Klappe oder versuche es zumindest und deswegen nicht wundern, wenn ich erst später dann auf die Chatnachrichten eingehe. Guck
Kompiston hat auf jeden Fall jetzt lesen gelernt und jetzt festgestellt, dass wir auf dem Kanal mehrere Leute sind. Finde ich gut, aber schön, dass du da bist. Wie gesagt, freut mich sehr. Und Major Amigo ist auch da. Ich grüße dich. Guten Abend. Pass auf! Wird ja richtig voll hier jetzt. Alles gut. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Sei vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Super geht's mir. Vielen Dank. Also heute war ein Kacktag. Das hatte ich eingangs schon gesagt, aber er wird besser, sage ich mal. Wobei, nach diesem Stream werde ich einen Psychologen brauchen, aber ansonsten alles gut. Ich hoffe, bei dir auch alles klar. Schön, dass du mal reinschaust. Willkommen. Freue mich. Das hier halt. Und zum Game. Ich habe mich schon gefragt, wann die uns endlich mal wieder trennen. Ich bin schon viel zu lange jetzt mit einem Partner rumgelaufen. Scheiße. Alles in Ordnung? Ja. Doch, sei vorsichtig. Ja, okay. Na, ich sagte, ich brauche einen Psychologen, wenn ich hier fertig bin mit dem Spiel heute. Also, nach heute. Also, es ist eigentlich nicht mein Genre, sage ich mal. Ich spiele sowas eigentlich eher selten. So richtig Psycho-Horror und so ein Kram. Daher ist es... wahrscheinlich für altgesottene Psycho-Horror-Genre-Spieler Kindergarten, aber für mich ist das schon krass. Ich habe eine Leiter gefunden. Ich gehe runter. Alles klar, dann guten Appetit. Komm, bis Sommer geht jetzt Lasagne essen und guckt am Fernseher zu. Ja, guten Appetit. Ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass Speedy und Alex keine Kanalpunkte mehr haben. Komm, es ist nicht weit. Die haben mich hier nämlich vorhin schon wieder gespammt. Ja, Lasagne gibt es hier auch tatsächlich sehr oft. Ein paar Schritte noch. Selbstgemacht. Komm, halt dich fest, Jacob! Und wieder fallen. Richtig, wie geht's dir eigentlich, Major Amigo? Wobei, Story. Das ist übrigens der Lasagne, Mann. Jetzt komm hier. Okay, das war's. Das habe ich schlecht gemacht. Okay, Major Amigo, haut wieder rein. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und gute Besserung.
So, noch einmal. Okay, wenn man dann wirklich cool bleibt und auf die Tentakel schießt, dann geht's eigentlich. Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders, älter. Wir reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. So, wir gehen weiter. Kein Stress, Amigo. Hau rein, ich wünsche dir gute Besserung, wie gesagt. Noch mehr. Inventar ist voll. Soll noch mal schauen. Könnte ich auch mal vielleicht was nehmen können. Oder mal was verkaufen, das wäre natürlich toll. Jetzt habe ich irgendwie gerade Bock auf Lasagne. Automatikpistolen Bauplan. Das wäre natürlich. Entschuldigung. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir den nicht mitnehmen könnten.
Das hier ein Schlüssel da. Sind die normalen, ne? Die Frage ist, wo ist denn hier mal so ein Automat? Wenn der hier um die Ecke ist. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier noch die Moon mit. Inventar voll, wir nehmen hier gar nichts mit, stelle ich gerade fest. Ja, komm. Das Teil loslassen hier, bleibt hier liegen. Muss noch Schluck trinken. Okay, weiter geht's. Hier machen wir jetzt mal alles im Schleichen. Die reagieren auf Geräusche, hat er gesagt. Da ist so ein Gerät. Und wenn das jetzt nicht zu weit ist, würde ich sogar nochmal zurücklaufen gleich. Wieder voll. Da kommt da was angelaufen. Ich dachte schon. Na gut, den töten wir jetzt noch. Das macht ja sonst keinen Sinn. Der steht da oben ja mitten im Weg. Oder haut er ab? Oder geht? Uah! Lange nicht mehr so einen Beutel gehabt, ne? Gegenstand auswählen. Zurück, da lag ja noch was am Boden. Und wir haben oben im Raum noch was liegen lassen müssen, das holen wir uns auch noch. Da ist auch noch was. Noch mehr. Credits. Jetzt haben wir alles. Können wir uns jetzt eine Automatikpistole bauen, hoffe ich.
alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall richtig Mumpel für die fette Schrotflinte. Auswahl treffen. So, wo ist die Automatikpistole? Das ist der Revolver. Das ist Automatikpistole. Okay, wollen wir das jetzt? Oder wollen wir lieber nochmal den Handschuh bzw. den Dings aufpimpen, den Stock hier aufpimpen? Dass der nochmal richtig reinwämst. Na gut, dafür hätten wir jetzt nicht genug Geld. Automatikpistole, meinst du? Könnten wir direkt auch noch mal ein bisschen was geben. 1800 haben wir. Das sind 600. 300 sind 900. Und nochmal 900 sind 1800. Das würde sogar passen bis zur großen Magazingröße. Na gut, komm. Der Chat sagt Automatik. Druck vor Verwendung überprüfen. Dann kann ich die andere aber vielleicht verkaufen. Bestätigt. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Warten, bis Druck abgeschlossen ist. Abgeschlossen. Okidoki. So, was ist jetzt das nächste? Stabilitätsupgrade und was ist das noch? Salvenmodus. Okay, dann wird es aber auch richtig teuer. Leck mich fett. Das scheint also was Krasses zu sein. So, und jetzt gucken wir mal hier pistolentechnisch. Vielleicht kann man die andere dann jetzt verkaufen. So, das ist jetzt der Revolver, ne? Kann man den verkaufen eigentlich? Nein, kann man nicht. Das heißt, gekauft ist gekauft und ist auf jeden Fall irgendwie da. Na gut. So, Automatikpistole. Welche ist denn das? Ist das die hier? Ja. Ach, ist das... Kann die so um Ecken schießen? Ist das so ein Gerät? Oh, das will ich auch mal ausprobieren. Das wäre natürlich knapp. Und 10 Schuss, 10 Schuss ist gut. 10 Schuss ist richtig gut. Hier runter zu gehen, finde ich jetzt allerdings gar nicht gut. Oh, da unten läuft einer. Kommt der jetzt von hinten? Ich komme jetzt tatsächlich von hinten. War jetzt anders als geplant, aber gut. Aber es ist scheinbar nichts, was um die Ecke schießt. Macht nur einen krassen Eindruck. Heißt es jetzt, ich habe nur noch 9 Schuss oder was? Weil das andere ist Revolvermoon oder was? Okay. Jetzt ist gerade eine Folge zu Ende. Hier, 23 Schuss. Damit machen wir weiter. Okay, jetzt ist aber eh gerade erstmal eine Folge zu Ende. Bis bald. Dranbleiben!